kleiner Junge bringt in den Kindergarten. Ihr habt richtig gehört. Heute wird's wieder was für die Nerven. Ey, Maggie wird mal wieder durchdrehen. Fridolin ist hier am Start. Baby Fridolin ist am Start, um mich zu beruhigen, Leute. Los geht's mit dieser gottlosen Blaulicht-Report-Folge. Los geht's! Panik im Kindergarten. Ein kleiner Junge hat seine Erzieherin mit einer Waffe in Angst und Schrecken versetzt. Die Polizei... Okay, Olga Peters. Kind hat die Erzieherin in Angst und Schrecken versetzt, weil er mit hier mit einer... Kommissare Holger Peters und Steven Trang sind in höchster Alarmbereitschaft. Mhm. Noch ahnt niemand, dass dieser Einsatz ein unfassbares Verbrechen aufdecken wird. Sehen Sie sich das an. Ja, ein unfassbares Verbrechen. Wahrscheinlich, das Kind muss ja irgendwie da rangekommen sein. Wahrscheinlich der Papa zu Hause oder so, ne? Wie gesagt, das ist natürlich hier alles eine Story, alles eine Geschichte. Ja, alles nicht so ernst nehmen. Aber ihr wisst ja, ich steigere mich da gerne immer ein bisschen rein. Deswegen, ich muss meinen Puls ein bisschen runterschieben, ja? Okay. Ja, langsam. Hier, guck mal, hier ist eine Waffe. Ja, ja, komm, beruhigen Sie sich mal. Hier, komm. Langsam. Ich weiß einfach nicht, was ich... Ja. Pass auf, ich nehme die mal. Ja. So. Also ich habe eben das direkt von den Kindern, weil der hat's mit, hat damit geprahlt. Guck mal, was ich hier habe. Ja. Ist die echt? Ja, das ist eine Schreckschusswaffe. Ja, kein PTB-Zeichen drauf. Man braucht auf jeden Fall dafür einen kleinen Waffenschein. Eine Schreckschuss. Also es ist keine richtige, aber auch eine Schreckschuss. Ich glaube, die kann auch schon Menschen, glaube ich. Also, beziehungsweise kann halt laut sein, kann halt einen Schreckschuss abfeuern. Ich habe keine Ahnung. Aber man, wie der gute Steven Trang, unser Lieblingskommissar. Naja, der Zweitlieblings. Unser Lieblingskommissar, wie heißt er noch? Markus? Markus Singer? Nee. Wie heißt nochmal unser Lieblings... Kollege, Markus Hinz, genau. Dafür braucht man auf jeden Fall einen kleinen Waffenschein. Können wir mal mit dem, wie heißt der Kleine? Mirko. Mit dem Mirko mal reden? Ja, natürlich, ja? Der sitzt draußen. Wo sind denn, also die ganzen anderen? Genau, die ganzen anderen Kinder. Ich hab meine Kollegen, habe ich gesagt, sie sollen mit den Kindern in den Spielplatz gehen. Ja. Aus Sicherheitsgründen. Also ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Nee, das ist, glaube ich, korrekt. Wenn die Polizei da kommt, so, das müssen die anderen Kinder nicht mitbekommen, ne? Die fragen sich halt aber alle nur, wenn die auf dem Spielplatz spielen, wo ist Mirko? Mirko war sonst immer am Spielplatz immer aktivsten. Hat immer die Rutschen ausprobiert und so. In der Sandkiste hat er immer viel gespielt und so. Also die wundern sich bestimmt, wo der jetzt ist, der Kollege, ne? Wirklich so lieb und hat den Kindern einen Spielplatz gebracht. Ah, alles klar. Okay, gut. Die Mutter ist natürlich auch benachrichtigt. Ja. Ich habe sie angerufen und sie ist auf dem Weg. Super, alles klar. Wunderbar. Na, wenn Sie uns zeigen würden. Natürlich. Ja, natürlich. Dann, wo der Kleine ist, dann gehen Sie mal vor. Ja, kommen Sie mit. Da sitzt noch der kleine Rabauke. Ja. Hi. Hallo. Hi. Hallo Mirko. Hallo. Ich bin der Holger. Hallo. Ich bin der Steven. Hallo. Grüchen. Na, geht's dir gut? Ja. Ja, ist ein Puzzle da, der Kleine, ne? Aber noch nicht ganz fertig. Ist das dein Hase? Ja. Der ist echt cool. Guck mal hier, mit den langen Ohren. Finde ich echt cool. Hast du den Hasen gefunden oder ist der von zu Hause? Von mir. Das ist deiner. Okay. Du weißt, was in dem Hasen drin ist? Ja. Hier die. Ja, die Pistole von meinem Papa. Pistole? Meine Pistole. Das ist deine Pistole? Was? Mirko, deine Pistole? Hä? Fridolin, hast du etwa auch eine Pistole? Natürlich nicht, Fridolin. Okay. Wie kommst du denn an so eine Pistole? Hast du die gefunden? Die war bei Mama im Schrank. Ja, aber dann ist es ja nicht deine, dann ist es ja Mamas. Aber warum hat deine Mama eine Pistole? Hat sie einen Waffenschein? Bei der Mama im Schrank. Ein Kleiderschrank. Kommst du da ganz einfach ran oder ist da irgendwie das abgeschlossen oder sowas? Da komme ich ganz einfach dran. Ganz einfach dran? Ja. Das ist nicht mal abgeschlossen. Frei zugänglich für den kleinen Mirko. Oh, das ist natürlich nicht so gut. War das denn die einzige Pistole, die da lag? Oder? Nein, da sind mehrere. Da sind noch mehrere? Ja. Eieiei, der verpfeift sein Vater, seine Eltern jetzt komplett. Eieiei, die Eltern werden jetzt hier wirklich verpfiffen, ja. Ja, da werden die beiden Kommissare natürlich jetzt auch hellhörig, ne? Weil unerlaubter Besitz ist nicht gut. Weißt du denn, ob die Mama so eine Pistole hat? Nein. Nein, ne? Wem gehört denn diese Pistole? Die liegt da einfach im Schlafzimmer. Ich glaube, Mamas neuen Freund Jens. Mamas neuen Freund Jens? Ah, die Mama hat einen neuen Freund, den Jens. Und der Jens, ja, der hat vielleicht ein paar kriminelle Sachen am Laufen. Okay. Ist der Jens denn nett? Mm-mm. Oh. Nein. Er hat mich auch mal am Anfang getan. Und
Und der war nur sauer auf mich und hat mich dann am Arm gepackt und mich gerüttelt und geschüttelt. Am Arm gepackt und gerüttelt und geschüttelt. Häusliche Gewalt auch noch. Was ist denn der Jens für ein Untermensch? Aber wahrscheinlich, vielleicht hat die Mutter mit dem Moko finanzielle Probleme. Und dann wenden sie sich natürlich an den Jens. Der macht wahrscheinlich mit irgendwelchen kriminellen Machenschaften verdient er Geld. Aber er kann zumindest die Familie durchfüttern. Und dann ist man halt in einer gewissen Abhängigkeit, ne? Aber wenn der halt da irgendwelche Waffen im Schlafzimmer liegen hat, dann will ich nicht wissen, was der macht. Das hat er gemacht. Das darf man aber nicht. Nee. Ist der denn auch manchmal zu der Mama böse? Ja, der hat Mama auch schon geschlagen. Boah, was? Was hat der? Mama, der hat die Mama geschlagen. Kinder sind verdammt ehrlich, ne? Okay. Ja, häusliche. Ja. Okay. Aber sonst geht's dir gut. Ja. Ja? Super. Super. Super, ich weiß jetzt nicht, ob diese Nachrichten super waren, ja? Sorry, es tut mir leid, ich habe irgendwas im Auge. Und es juckt die ganze Zeit. Kann das bitte jetzt einfach einmal rausgehen? Es tut mir so leid, ich bin die ganze Zeit hier am Jucken. Mein Auge ist schon total am Tränen und total rot. Aber ich krieg's einfach nicht raus und es nervt so hart die ganze Zeit. Und was wolltest du denn hier damit? Wolltest du das nur deinen Freunden hier zeigen? Ja. Wirklich nur den Freunden zeigen? Ja. Okay. Du weißt aber, dass so eine Pistole was ganz Gefährliches ist. Mhm. Ne, das ist nichts für kleine Kinder. Nee. Und auch Erwachsene machen da ganz, ganz viel Blödsinn mit. Ne? Das ist nicht gut. Ne? Die sind ganz gefährlich. Ja. 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 Aber das weißt du bestimmt, ne? Ja. Wolltest einfach nur deinen Freunden das zeigen, ne? Der hat die einfach mal kurzerhand mit in den Kindergarten genommen. Der hat gedacht, heute ist langweiliger Tag, nehme ich das Teil mal mit in den Kindergarten und zeig's mal den kleinen Bres. Okay. Ja. Ich wurde angerufen, dass du eine Pistole hast. Ja. Wo hast du die denn her, mein Schatz? Aus deinem Kleiderschrank. Aus deinem Kleiderschrank? Oh nein. Der verpfeift seine Mutter jetzt vor dem Polizisten und sie so, nein, nee, rede nicht. Einem Kleiderschrank. Aber vielleicht weiß die Mutter ja selber nicht davon. So, hallo. Hallo, Marianne Wendler. Peters, hallo. Kommen Sie ruhig zu uns. Hallo, Frau. Ist das der Rucksack Ihres Sohnes? Ja, das ist der Hase von ihm, ja. Und der Inhalt? Weil er sagte halt, wie er Ihnen auch das auch schon gesagt hat, dass... Ach so, deswegen berührt ihr die ganze Zeit nicht und deswegen hat er das auch mit dem Stift gemacht, wegen der Fingerabdrücke. Jetzt verstehe ich das. Ich habe gedacht, so, hä? Will er nicht den Abdrücker irgendwie drücken? Warum so? Und das ist ja genauso gefährlich, wenn er die jetzt nicht anfasst. Aber nein, er tut das wegen der Fingerabdrücke. Ja, Spätchecker El Maggi mal wieder, ne? Dass das in Ihrem Kleiderschrank ist gewesen war. Das soll in meinem Kleiderschrank gewesen sein? Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wissen Sie von dieser Waffe, oder? Ich weiß nichts von der Waffe, mir ist sie nicht. Ich weiß nicht, wo die herkommt, das müssen Sie mir glauben. Ah, ich hab keine... Ey, mein Auge macht mich verrückt, es macht mich kirre. Da ist irgendwie drinnen, irgendwie Augenschlaf oder wie sich das nennt, so... Irgend so ein Krümel. Und ich bin wirklich, ich bin seit einer Stunde am Jucken und ich kriege das nicht raus. Oder manchmal fühlt sich das auch nur so an und da ist gar nichts im Auge, aber nee, ich glaube, da ist was. Waffen zu Hause. Okay. Anscheinend soll das Ihren Lebensgefährten Jens irgendwie gehören. Jens Kring. Ja, okay. Das ist mein Lebensgefährte. Weil Ihr Sohn meinte, es gibt da sogar noch mehr Waffen. Noch mehr Waffen? Ja. Ich wusste nicht, dass Jens Waffen zu Hause hat. Oh Gott. Wer weiß, was passiert? Im Schlafzimmer guckst du nicht mal in deinen Kleiderschrank, in deine Schubladen rein? Also selbst wenn der kleine Simon die da entdeckt hat, oder nee, nicht Simon, sondern Mirko, wenn der kleine Mirko die sogar entdeckt hat, so, also, dann, ey, wie cool ist denn das Teil hier? Das ist so ein Flugzeug, ne? Kann man da sitzt jemand, hier sitzen welche, links und rechts sitzen auch welche. Haben wir so ein kleines Flugzeug hier mit so einem Lenkrad? Glaube ich ihr nicht so richtig. Ich glaube, sie weiß davon, sie hat nur ein bisschen vielleicht absichtlich weggeguckt. Sagen wir es mal so. Freunde, bevor wir das rauskriegen, machen wir ganz kurz die Grüße. Grüße gehen raus an die Margangster, an Eldin, an Eriola und an Katalea. Wenn du das Video auch grüßt werden willst, schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram und ihr müsst mir dort folgen, auch ganz wichtig, ja? Zum anderen hat er uns aber auch erzählt, dass ihr Freund sie wohl schon des Öfteren geschlagen hat. Und ja, ich sag mal, den kleinen Mirko da wohl auch mal nicht geschlagen, aber etwas fester angefasst hat, genau. Ja. Was haben Sie denn dazu zu sagen? Ja, Jens hat keinen Job mehr und deswegen passt er immer auf den Kleinen auf, während ich tagsüber arbeiten bin.
aber ich habe ihm da vertraut. Er ist eigentlich immer gut zu Mirko, wirklich, das müssen Sie mir... Er ist eigentlich ist er nett. Ja, das sagt man über viele Menschen. Eigentlich ist er nett. In manchen Situationen sind auch böse Menschen, können auch mal nett sein, aber... Ja, wenn er trotzdem sowas tut, dann tut er sowas und das geht nicht. Ja, und der Jens ist arbeitslos. Glauben, ich hätte nie gedacht, dass er Waffen hat. Ich weiß nichts davon. Aber seitdem Jens keinen Job mehr hat, ist er so komisch geworden. Er rastet immer bei ganz kleinen Kleinigkeiten aus. Letztens, ja, er hat schon recht. Er hat mir eine Ohrfeige gegeben, nur weil ich vergessen habe, Bier zu holen aus dem Supermarkt. Was? Weil du vergessen hast, Bier zu holen? Hast du erstmal eine osmanische Schelle bekommen? Nee, das geht natürlich nicht. Nach Hause kam und das sind so Kleinigkeiten und ich weiß nicht, wie ich drauf reagieren soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe Angst, mit ihm drüber zu reden. Er ist so aggressiv und dann schlucke ich es meistens runter. Also wichtig ist auf jeden Fall, Sie sollten ihn jetzt nicht in Schutz nehmen. Sie hätten sich da vielleicht schon eher auch mal an die Polizei wenden sollen, weil Sie merken ja selber, Ihr Sohn kriegt das mit. Ja, da hat Steven... Muss er lachen? Naja, da hat Steven auf jeden Fall recht. Ja? Der Sohn kriegt das mit und das ist nicht gut in der Erziehung. Ja, Ihr Sohn kriegt das mit und jetzt ist es halt sogar noch so weit gekommen, dass er anscheinend auch Zugriff an Waffen hat und das sind echte Waffen. Ich meine, wir können hier von Glück reden, dass hier nicht irgendwie was Schlimmeres passiert ist. Sie wissen selber, dass auch in Amerika schon da vieles passiert ist, ne? Ich will mir gar nicht vorstellen, was hätte passiert. Wir müssen diese Situation hier klären. Und vor allen Dingen auch, wir müssen an die Waffen kommen. Aber was ist, wenn er ausrastet? Wenn ich kann doch nicht... Was ist, wenn er ausrastet? Ja, nee, stimmt. Denn lassen wir es sein, kommen wir ermitteln da nicht weiter, weil Jens könnte ja ausrasten. Einfach mit der Polizei kommen. Nochmal, nehmen Sie ihn jetzt nicht in Schutz. Sie wissen, wir sind jetzt von der Polizei für Sie da. Ja. Wir werden das dann schon klären. Also... Aber hat sie Gefühle für den Jens? Das wirkt jetzt so, dass sie gerade so voll erleichtert ist und dass sie sich eh von ihm trennen wollte. Aber hat sie denn Gefühle für ihn? Weil wenn man halt jemanden liebt, dann würde man ihn jetzt auch in Schutz nehmen, so, ne? Und das tut sie halt gar nicht. So, da brauchen Sie jetzt auch keine Angst haben oder so. Aber ich glaube, sie stellt sich und das Kindeswohl, also das Wohl von dem kleinen Mirko, stellt sie über die Beziehung zu Jens. Dergleichen. Ja, Sie haben ja recht. Ich hab auch schon überlegt, mich von ihm zu trennen, aber ich habe einfach Angst, wie er reagiert, wenn er schon wegen Bier... Ach. Ja, machen Sie sich da bitte überhaupt keine Gedanken. Wir sind jetzt bei Ihnen, wir helfen Ihnen. Ja. Und sollte Ihr Freund wirklich aggressiv werden, werden wir beide die Lage da schon in den Griff bekommen. Ja. Das regeln die Jungs schon, diese... Ja. Hey, Mirko, Schatz. Ist es okay, wenn du jetzt noch mal kurz hier bleibst? Ich würde dann mit den Herren von der Polizei noch mal gehen. Ja. Und du spielst mit den anderen so lange, ja? Mirko. Komm, Schatzi. Mirko, ganz kurz. Mirko. Hast du super gemacht? Hast super gemacht. Schön deine Eltern verpetzt. Nein, ist natürlich gut, ne? Ja? Ja. Und du brauchst auch keine Angst haben, wenn der Jens das mitbekommt, ne, dass du die Waffe gemobst hast. Du wirst keinen Ärger bekommen. Ja. Versprochen. Ja? Ja? Und du hast toll reagiert. Aber nochmal, Pistolen sind nichts für kleine Kinder. Und die nimmt man nicht mit in den Kindergarten und zeigt dir seinen Bres. Auch wenn er damit ein bisschen angeben wollte. Ich? Versprichst du mir das? Ja. Versprochen? Ja. Okay, alles klar. Ja, im weiteren Verlauf werden wir jetzt die Adresse der Frau Wendler anfahren, beziehungsweise wollen dort den Jens natürlich sprechen, ihren Lebensabschnittsgefährten, um ihn zu dieser Situation zu befragen, beziehungsweise auch damit zu konfrontieren. Sie schließen die Tür bitte nicht auf, sondern stecken nur den Schlüssel rein. Wir gehen rein und Sie bleiben bitte hinter uns, ja? Genau, gehen Sie hinter uns. Eieiei, die machen ernst, die beiden. Bereit? Aber dass die beiden das jetzt auch machen, also in Wirklichkeit würden die doch jetzt ein Sondereinsatzkommando holen oder eine größere Gruppe, die eine Hausdurchsuchung machen, oder? Dass die beiden das jetzt zu zweit machen, er rechts ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind hier bei Blaulicht Report, hier, die Jungs machen hier alles, die regeln alles, ja? Die Jungs sind Alleskönner. Polizei! 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 Hände so dafür, Sie sehen! Hinstellen! Hände so dafür, Sie sehen! Ich geh durch! So, ja, was haben die denn hier? Haben die hier eine Bowling versucht oder was? Die Flaschen sind ja aufgestellt, hier so ein Bowling-Dreieck wie die Pins, wisst ihr? Ich frag mich immer, was ist das für eine hässliche Couch? Aber es ist egal. Also so eine, diese Leder-Couch, wie man die kaufen kann, ist mir bis heute ein Rätsel, aber egal. Auf den Bauch legen! Auf den Bauch legen! Auf den Bauch! Auf den Bauch legen! Und die Hände, das, was Sie sehen können! Auf den Bauch legen, Hände so, dass wir sie sehen können! Wofür denn, Mann? Ich geh durch! Ganz ruhig bleiben! Mann, ey!
Ey, Karneval ist da noch gar nicht, ey. Schön ruhig bleiben. Haben Sie irgendwelche Waffen an sich? Nicht so aus, dass ich Waffen oder was? Mhm. Ich hab meinen Safe. Also dein Sohn sieht, also dein Stiefsohn sieht auf jeden Fall so aus, als hätte der Waffen, ne? Der ist mit Waffen in den Kindergarten gekommen. Ja, wofür anstellen, Mann? So, Sie bleiben jetzt ganz ruhig. Ey, was soll das denn hier, Mann? Lassen Sie die Hand locker. So. Okay. Über die Seite drehen, hinsetzen. Hinsetzen. So. Wo ist die Tasche mit den Waffen? Was für eine Tasche, Mann? Wo ist die Tasche mit den Waffen? Hier ist keine Tasche. Habt ihr überhaupt einen Durchsuchungsbefehl oder sowas? Durchsuchungsbefehl? Das juckt die hier jetzt gerade gar nicht. Also, und sie ist daneben. Also die Beziehung kann man natürlich jetzt knicken, dass sie jetzt mit der Polizei da reinkommt. Also er ist, glaube ich, ihr Freund, ne? Das ist der Jens. Und er ist, glaube ich, nur ein Kumpel. Wo ist die Tasche mit den Waffen? Ich habe keine Tasche mit Waffen. Jetzt sag's ihm endlich. Du, hau ab! Wann bringst du auf die Bullen hier ins Haus? Bist du bescheuert oder was? Sag mal jetzt mit. Was machst du überhaupt schon hier? Alles klar. Sei bloß ruhig, Mann. Wo ist die Tasche? Dass sie da überhaupt mit reingegangen ist, ein bisschen dämlich. So, sie hätte jetzt ja auch einfach so ein bisschen rausbleiben können. Weil jetzt wirkt es halt so, ja, sie hat jetzt die Polizei ins Haus gebracht. So, aber ihr kann wiederum die Beziehung danach eh zerstört. So, ihr kann es auch egal sein. Ach, besser gesagt. Im Schlafzimmer. Ey, ihr könnt doch nicht. Also, sie weiß doch von der Tasche. Sie so im Schlafzimmer. Sie weiß doch von der Tasche mit Waffen. Also hat sie da am Anfang gelogen. Im Kindergarten. Die hat gelogen. Sie meinte, sie weiß von nichts. Aha. Nein. So. Zeigen Sie mir einmal, wo das Schlafzimmer ist. Scheiß Bullmann. Ich sehe Bier. Ich hab gesagt, er wird angerufen. Wir sind doch da. Alles ist gut. Wir sind da. Wo ist der Schrank? Das ist der Schrank? Kleiderschrank, ja. Okay. Ist das die Tasche? Ist das seine Tasche? Das ist seine Tasche. Aber das ist seine Tasche? Ich hab... Okay, sie weiß es doch nicht. Was ist... Ey, was ist da denn alles drinne? Handys, Kameras, was ist das? Kennen Sie das? Das sind auch diese Pistolen. Ich kenne das nicht, das gehört nicht mir. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, okay, sie weiß das, glaube ich, wirklich nicht. Aber er lässt das natürlich auch in der offenen Tasche einfach im Kleiderschrank liegen. Dass sie das entdeckt, ist doch nur eine Frage der Zeit. Also Jens, also ich will jetzt keine Tipps geben, aber also ein bisschen besser verstecken hättest du es echt können, ne? Schau, was ist das alles? Ja. Waffen. Jetzt kannst du mir mal erklären, was es ist? Das ist gar nichts. So, was ist das? Eine Tasche. Eine Tasche? Ein komischer Inhalt, oder? Und was ist das hier? Die ganze Navi, beziehungsweise Handys? Digitalkameras? Ist das gestohlene Ware, oder? Schmuck, Uhr. Ah, das ist über... Ey, die haben, glaube ich, einen Elektronikladen vielleicht überfallen oder so? Wir waren einkaufen. Einkaufen. Wir waren einkaufen mit Waffen und haben einfach Navis und Kameras gekauft und die haben wir noch nicht mal ausgepackt. Aha. Mit Sturmhaum, ja? Einkaufen mit Sturmhaum. Die haben das so offen in der Tasche da einfach im Kleiderschrank liegen lassen. Das ist so dämlich. Also wenn ihr schon einen Laden überfallt, einen Raubüberfall macht, dann versteckt doch zumindest eure Ware, ihr Idioten, und eure Waffen. Das sind nur Spritzpistolen. Genau. Also selbst der kleine Simon, also er hätte das zumindest nach oben legen können. Selbst der kleine, nicht Simon heißt er, der kleine Mirko ist da ja einfach rangegangen. Mirko war mit einer von diesen Pistolen im Kindergarten. Weißt du, was hätte passieren Mirko können? Mit dem Kindergarten. Ja, er hat seine Tasche gefunden. Das sind auf jeden Fall Schreckschusswaffen. Und das hier werden wir jetzt mal gleich fahnden am besten. Hast du sie im Blick? Ja. Dann mache ich die Abfrage. Das ist gar nichts. Das sieht nur so aus. Wie, das sieht nur so aus? Na, was soll denn das denn aussehen? Ja, das ist ein ganz normales Wochenende, da ist nichts. Ein ganz normales Wochenende. Das sieht nur so aus, der. Na, was? Das sieht nur nach einem Überfall aus, aber es ist ein normales Wochenende. Ich kaufe auch einfach so willkürlich ab und zu drei Navis und zwei Kameras. Also heißt es, machen Sie drei Handys. Das, ja? Ich sag gar nichts mehr hier, was? Da ist überhaupt nichts, ihr könnt mir gar nichts. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr steht gerade mit Handschellen. Anscheinend können die doch was. Also, ja. Das war das Wochenende, jetzt ist es dein Ernst. Du, da die Bullen hier ins Haus. Ja? Was bist du für eine? Also, pass auf. Die Dinger stammen aus dem Diebstahl. Oh, alles klar. Diebstahl. Schön. Jens, sag mal, ist es dann, ich hab dir vertraut. Ich hab dir meinen Sohn anvertraut. Geht's noch? Ja, okay. Ja, das ist eindeutig. Der Jens hat seinen Job verloren und in der Not, um Geld zu verdienen, haben sie einen bewaffneten Überfall gemacht und haben den Laden ausgeraubt und haben Elektronikartikel geklaut. Deinem Sohn habe ich nie was Schlimmes gemacht. Ich war immer gut zu deinem Sohn. Ja, da haben wir was anderes gehört. Der Mirko hat uns nämlich zum einen erzählt, dass die Waffe aus dem Kleiderschrank stammt und dass das wohl ihre ist. Zum zweiten haben sie den wohl doch sehr hart und derbe angefasst, durchgeschüttet. Alles. Illegaler Waffenbesitz, Raubüberfall,
häusliche Gewalt gegenüber seiner Frau und seinem Sohn. Alter, der Typ ist richtig arm dran. Uiuiui, der kriegt zweistellige Haftstrafe. Ruhe. Ja. Und das Dritte, nee, Sie sind jetzt ruhig. Und das Dritte, dass Sie Ihre Lebensgefährtin mehrfach geschlagen haben. Das hat er nämlich mitbekommen. So. Und jetzt ist Ruhe im Schacht. Ja, jetzt Ruhe im Schacht. Jetzt, also für Jens ist jetzt wirklich zappenduster. Für Jens ist wirklich jetzt zappenduster. Das geht hier wirklich, die Handschellen werden auch nicht mehr abgenommen. Das Ding geht direkt in den Knast. Ich würde sagen, nein, ich habe den nicht angepackt. Sie würden sagen, erstmal beweisen. Ja, ne? Sie müssen ja keine Beweise. Kleine Kinder sagen immer die Wahrheit. Ja, sie haben keine Beweise. Kleine Kinder sagen immer die Wahrheit. Beste Beweis. Du, halt die Schnauze, Mann. Du weißt ganz genau, dass es Mirko weh getan hat. Ich habe Mirko überhaupt nichts getan. Dich könnte ich schlagen, wenn du blöd bist. Mit uns ist Schluss. Ich scheiß auf dich. Geh okay. Einfach nur noch. Pass auf, ich zweiten Streifenwagen. Zweiten Streifenwagen. Sie setzen sich jetzt hin. Hinsetzen und schön ruhig bleiben. Hinsetzen, Jungs. Wir brauchen einen zweiten Streifenwagen zwecks Transport von zwei Festgenommenen. Jens Kring und Thomas Dohrmann konnten noch weitere Raubüberfälle nachgewiesen werden. Beide wurden wegen mehrfachen schweren Raubs jeweils zu 8 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Ah, gute 9. Gut, aber wegen schweren Raubüberfällen gute 9 Jahre. Aber wird man nur wegen einer Sache dann verurteilt oder können sich diese Sachen läppern, weil häusliche Gewalt und illegaler Besitz ist halt auch. Oder vielleicht hatten die einen Waffenschein, weiß ich nicht. Oder vielleicht hat die Freundin und die Anzeige, den Anspruch gegen häusliche Gewalt zurückgezogen. Ja, kann ja auch sein. Auf jeden Fall gute 9 Jahre ohne Bewährung. Ja, das waren knackige 9 Jahre. Das war's mit dieser Folge Blaulichtreport. Ich habe noch viel mehr Blaulichtreport. Guckt einfach die Blaulichtreport-Playlist an. Da sind noch ganz viele andere Folgen, Freunde. Es gibt hier bei Elmargo jeden Tag neue Videos. Wir sind die Margang. Das ist Baby Fridolin, Freunde. Mein Büro wird jetzt bald gemacht. Ich denke, in ein paar Tagen. Aber ich bin jetzt auch wieder bei meiner Familie. Ein paar Tage, deswegen wird sich der Hintergrund ändern. Aber ich denke, so in 2-3 Wochen werden wir hier im neu eingerichteten Studio sitzen. Und das wird sehr, sehr krass werden. Leute! Vielen Dank fürs Anschauen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind 2 andere coole Videos. Checkt die ab und dann bis morgen. Ciao, ciao.